Hallo, ich bin die Claudia von der Schatztruhe von der Jungen Uni in Innsbruck. Und ich habe euch da eine Schatztruhe mitgebracht. Machen wir auf. Was finden wir in der Schatztruhe? Noch eine Schatztruhe. Schauen wir mal, was da drinnen ist. Das sind Mumien. Das eine. Es gibt künstliche Mumien, dieses Seepferd hier zum Beispiel, das wird getrocknet und lackiert. Und dieser kleine Frosch hier ist eine natürliche Mumie. Die ist einfach entstanden dadurch, dass dieser Frosch ausgetrocknet ist. Noch in dieser Schatztruhe drin. Da liegt als oberstes eine Moorseife. Warum, werdet ihr euch jetzt denken, warum ausgerechnet eine Moorseife? Moorseifen heißt es, machen die Haut schön weich. Das ist besonders, wenn irgendwo das Wasser recht hart ist, nimmt man Moorseife. Und das Moor hat doch eine Eigenschaft. Man sagt auch, das hält jung. Das Moor hält jung. Und das ist die Leiche vom Damendorf. Und wenn ihr die genau anschaut, hat die Moorsäure die Knochen aufgelöst, aber die Haut ist noch da. Und was hat die Moorsäure noch gemacht? Die hat die Haare ganz orangerot gefärbt. Fast wie die meine. Und was erhält sich im Moor noch? Das ist die Hose, die zu diesem Mann dazugehört. So. Zwei Moorleichen möchte ich euch vorstellen. Die sind ungefähr gleich alt. Die eine ist das ehemalige Mädchen von Windeby, inzwischen ist es der Junge von Windeby und das Mädchen von Uede. Das Mädchen von Uede und der Junge von Windeby, die sind ungefähr gleichzeitig gestorben. Also man hat sie radiokarbon datiert und da ist eine Zeit herausgekommen zwischen ungefähr 50 vor Christus und 150 nach Christus. Also es sind eisenzeitliche und germanenzeitliche Mumien. Man hat gesagt, die Germanen, die haben so gern Mädchen geopfert an die Götter und die haben sie dann im Moor versenkt. Hat sich aber herausgestellt, dass es nur für das Mädchen aus Uede zu stimmen sei. Uede, das ist in den Niederlanden, und das Windeby, das ist in Norddeutschland. Und wenn man sich diesen Jungen von Windeby ansieht, fällt einem auf, dass da und da Sachen im Moor drinnen liegen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das einfach eine Bestattung ist. Also es ist ein normales Grab, das im Moorboden passiert ist. Und das Moor hat sich dieses Grab geholt und den Jungen konserviert. Während beim Mädchen von Uede nicht nur, dass es eine Messerverletzung hat, sondern es scheint auch erwürgt worden zu sein. Und es hat um den Hals hat es noch eine Würgemal. Also diese Würgespuren und die Schnur dazu. Man hat diese Moorleichen, die waren ungefähr beide 16 Jahre alt. Der Junge von Windeby scheint an einer Zahneiterung gestorben zu sein. Und das Mädchen von Uede ist eben ermordet worden. Und wenn man genau hinschaut, dann hat die einen sehr großen Kopf. Und vor einigen Jahren ist die von einem Anthropologen rekonstruiert worden und da haben alle gesagt, na, so schaut doch kein Mensch aus, so einen riesigen Kopf, so schaut wirklich kein Mensch aus. Dann haben sich die Niederländer gedacht, naja, machen wir einen Schönheitskontest und schauen, ob wir ein Mädchen finden, das ungefähr dieselben Maße, Kopfmaße von dem Mädchen von Uede hat. Und sieh da, es ist eine gefunden worden und das ist der Lookalike-Contest vom Mädchen von Uede. Und das waren die Moorleichen.